Hallöchen! Mich hat jemand gefragt, ob ich mal ein Video dazu machen kann, wie ich meine Einlagen schütze. Speziell jetzt bei manchen Herstellern sind die Einlagen qualitativ nicht so prall. Ja, ich habe eh gerade Zeit, deswegen will ich euch das mal kurz zeigen. Das geht ganz schnell. Ich weiß gar nicht, ob das jemand von meinen Kollegen schon mal gemacht hat, ist mir aber jetzt auch eigentlich scheißegal. Manche Reifen brauchen es nicht. Das hier ist zum Beispiel ein Buggy-Reifen, LRP. Kamikaze sind das. Pin-Profil. Die brauchen das eigentlich nicht, weil die sind qualitativ echt top, die Einlagen. Genauso wie bei Proline-Reifen. Proline-Reifen habe ich nur gerade leider keine da. Dann zum Beispiel bei diesen Reifen lohnt es sich auch nicht. Hier haben wir Abzima. Truckee-Reifen, hier habe ich es auch gemacht. Einfach nur, weil ich einmal dabei war. Ganz ehrlich, ich habe es einfach nur so gemacht. Hier macht es Sinn. Das sind originale Traxxas E-MAX-Reifen. Hier macht es auf jeden Fall Sinn. Aber ich zeige euch das heute mal bei dem Beispiel von diesen Lois MT Zyklon-Reifen, das sind die ohne Offset, die fahre ich auf meinem E-MAX. Passt da aber auf, die ohne Offset fahre ich, weil ich Spurverbreiterung drauf habe, sonst passen die nämlich nicht. Noch extra dreckig und alles, um euch das mal so zu zeigen. Das ist übrigens der kaputte. Ja, also. Das Balloon wird dadurch nicht weniger. Naja, okay, ein bisschen vielleicht, aber Balloon tun die trotzdem noch. Es geht hauptsächlich nur darum, um Wasser und Sand und sowas von den Einlagen fernzuhalten. Gerade die Lois-Reifen habe ich so mitbekommen von Leuten, haben das Problem, dass die Einlagen ja ziemlich schnell kaputt gehen. Also, da zeige ich euch mal kurz, was wir dafür brauchen. Küchenrolle ein Stück. Mache ich mal kurz zurück ab. Ein Blatt reicht. Panzertape. Je nachdem, was ihr nehmen wollt. Ich nehme jetzt Panzertape. Ein Stück Schleifpapier. Das ist jetzt 400er. Kann man nehmen, muss man aber nicht. Ich mache es aber, umso besser hält dann nachher das Panzertape. Und dann müsst ihr mal sehen, Nagellackentferner oder Verdünnung oder irgend sowas. Das hier ist irgend so ein Spezialgelumpe von meiner Frau. Die macht nämlich Nägel. Das ist irgend so ein Zeug, das stinkt bestialisch. Sieht man auch an den Erkennungen. Das Zeug hat den Vorteil, das ist so aggressiv, das raut den Kunststoff an und für sich auf und entfettet halt komplett. So, und dann vielleicht noch eine Schere. So, jetzt nehmen wir erstmal. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie alles hinkriege, weil es ist gerade ziemlich eng hier alles. Erstmal sauber machen natürlich. Sauberkeit ist im Modellbau das A und O. Immer schön alles sauber halten. Jetzt haben wir erstmal die Grundreinigung. Ihr seht an meinen Fingern. Echt dreckig, der ist halt kaputt. Deswegen habe ich den nicht sauber gemacht. Wäre ja Quatsch. Jetzt nehme ich mir erstmal hier ein Tröpfchen davon. Mach dann hier das Loch. Kennt ihr das überhaupt, das Loch? Das Loch ist hier. Das Display ist gerade dunkel. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht erkennen, oder? Da, so ein bisschen. Ja, vertraut mir mal. Da ist ein Loch. So, jetzt habe ich das damit ein bisschen angerollt. Hier sind dem Reifen, jetzt sind zwei Löcher. Jetzt nehmt ihr euer, wie heißt es denn? Schleifpapier. Kraut die Stellen so ein bisschen an. Da, wo das Tape hin soll. So, dann nehmt ihr euch noch mal so ein bisschen Zeug hier. Macht dann die Schleifstelle noch mal schön sauber. Weil ihr habt ja Material abgetragen. Dadurch haben wir ja dann wieder Staub. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt warten wir kurz, dass das Zeug verfliegen kann. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, auf was für eine Basis das basiert. Keine Ahnung. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall Panzertape. Nehmt auf jeden Fall nicht zu viel.
Viel hilft hier nicht viel. Das ist halt einfach nur Materialverschwendung, wenn ihr es hier sinnlos viel nehmt. So. Habe ich jetzt hier zwei Streifen, die tape ich mir hier mal an den Rand. Jetzt gucken wir mal, das ist schön verflogen. So ist nicht zu viel mit der Hände jetzt hier irgendwie dran rumfummeln, sondern versuchen, so wenig wie möglich Kontakt zum Untergrund und zum Tape. Dann schön festdrücken. Das gleiche macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite, den anderen Loch. Schön hier festmachen. Und dann sieht das Ganze, Display ist schon wieder schwarz, so aus. Und da, hier ist jetzt das Loch drunter. Ein bisschen, ist klar, jetzt kommt hier natürlich nur Luft raus, weil hier ist ja ein Riesenloch. Ja. Somit, wenn die jetzt, Voraussetzung ist natürlich, dass der Reifen ordentlich verklebt ist. Wenn hier ist, wie zum Beispiel das jetzt hier ein Loch ist, bringt euch das Löcher zumachen natürlich gar nichts. Klar, die Räder müssen ordentlich sauber verklebt sein. Das kann man prüfen, indem man hier so die Flanken ein bisschen runterdrückt und dann guckt man und dann klebt man gegebenenfalls ein bisschen nach. Ja, der Tipp ist natürlich nicht von mir. Das haben schon tausende Leute machen das schon so. Ich habe das auch so jetzt übernommen. Der E-MAX ist das erste Auto, wo ich das mache. Aber ich habe schon von vielen, vielen Leuten gehört, dass so die Reifen eindeutig länger halten. Das bezieht sich natürlich nur auf Special. Also wenn ihr jetzt Wettbewerb fahrt oder so, dann fahrt ihr ja nicht solche Reifen, dann fahrt ihr ja ordentliche Reifen. Die sind für Special natürlich richtig top. Also ich fahre die gerne. Die haben ein gutes Vorbild, finde ich. Natürlich nicht auf jeden Untergrund, das ist klar, einen perfekten Reifen gibt es ja da irgendwo nicht. Aber wie gesagt, fürs Bashen, fürs bisschen Spaß haben reicht das allemal. Und so halten die deutlich länger, weil so kann kein Sand eindringen und sowas. Und ja. Ich hoffe, es hat ein paar Leuten geholfen. Ich werde jetzt noch für Sonntag das Frage-Antwort-Video drehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich blende euch die Fragen hier wie immer ein. Es sind, glaube ich, vier Fragen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Bei Facebook habe ich gar nicht geguckt. Das war jetzt eher spontanes Video. Ich habe jetzt auch nur die aus dem letzten.